Moin zusammen und herzlich willkommen zum Vereinspokal Sommer 22 oder besser zum Vereinspokal 3.0. Nachdem wir im Sommer 20 mit dem Vereinspokal begonnen haben, hatten wir damals circa 410 Teilnehmer. Im letzten Jahr hatten wir es schon gesteigert auf 580 Teilnehmer. Und natürlich würde es toll aussehen, wenn wir für den Sommer 22 im Jubiläumsjahr den Vereinspokal vielleicht nochmal etwas größer hinbekommen als 580. Dazu versuche ich euch in diesem Video ganz kurz nochmal die Eckdaten zu nennen und euch dazu zu motivieren, vielleicht noch eine Mannschaft zu melden. Kurz nochmal den Rahmen skizziert. Das bedeutet, wir spielen im Prinzip in 12 Konkurrenzen diesen Vereinspokal. In den 12 Konkurrenzen haben wir 4 Herrenkonkurrenzen, 4 Damenkonkurrenzen, 2 Damen-50-Konkurrenzen und 2 Herren-50-Konkurrenzen. Diese Konkurrenzen unterscheiden sich im Prinzip in den LKs, das heißt in der Möglichkeit des Einsatzes von Spielern, die eine entsprechende LK besitzen. Wir sagen natürlich auch, dass jeder Verein pro Konkurrenz nur eine Mannschaft melden darf. Und eine Mannschaft pro Konkurrenz kostet 10 Euro. Ansonsten haben wir eine Mindestanforderung, damit wir eine Konkurrenz spielen. Das heißt, wir haben 8 Mannschaften, die wir benötigen, um die Konkurrenz zu spielen. Wir deckeln das Ganze aber auch, sonst haben wir zu viele Spieltage in diesem Vereinspokal, die wir nutzen müssten. Und sagen, maximal lassen wir 128 Mannschaften pro Konkurrenz zu. Ganz, ganz wichtig, wir haben eine Kleinigkeit geändert in dem Vereinspokal 3.0. Die Bälle wurden ja bisher immer noch von der Heimmannschaft, von der Gastmannschaft gestellt. Das haben wir geändert. Die Bälle und die Plätze werden jetzt von der Heimmannschaft gestellt und der Gast muss nur anreisen. Wir kennen uns im Flächenland Niedersachsen-Bremen aus. Ich sage mal, die Mannschaft, die anreisen muss, hat in der Regel extrem hohe Kosten, sodass wir jetzt die Bälle ihnen nicht auch noch auferlegen wollten und in dem Sinne auf gewisse Rückmeldungen reagiert haben. Zeitlicher Ablauf. Zeitlicher Ablauf heißt, aktuell befinden wir uns in der Mannschaftsmeldung. Zum Thema Mannschaftsmeldung gebe ich euch einen kurzen Hinweis, indem ich euch einmal kurz meinen Bildschirm freigebe. So sieht ja der Nuliga-Bereich aus. Ich melde mich mit meiner persönlichen E-Mail-Adresse an. Wenn ich gut bin, fällt mir auch mein Passwort ein. Da ist es schon. Ich bin schon auf dem Meldereiter, gehe auf Vereinspokal, sage Mannschaftsmeldung bearbeiten. Möchte eine neue Mannschaft wählen, dann habe ich die 12 Konkurrenzen, die mir zur Verfügung stehen. Ihr seht, Herren 1 bis 25, 7 bis 25, 15 bis 25 oder 20 bis 25. Also Spieler, die besser als LK 15 zum Beispiel in diesem Falle wären, dürften in dieser Mannschaft nicht mitspielen. Gut, dann steht hier schon neu gemeldet. Das reicht aber noch nicht aus. Auf weiter, auf speichern und schon ist die Mannschaft gemeldet. Wir schauen uns das noch einmal an, damit ich auch sicher bin, dass sie gemeldet ist. Auf Mannschaftsmeldung bearbeiten und hier ist sie hinterlegt. Wunderbar. Und dann ist das auch schon fertig. Wichtig dabei ist, die Mannschaftsmeldung läuft noch bis Sonntag, den 17.04. Dann haben wir circa eine Woche, wo wir noch Abmeldungen und Nachmeldungen bearbeiten können. Aber dann wollen wir auch schon auslosen, weil wir die Auslosung diesmal sehr früh veröffentlichen wollen, damit man sich entsprechend darauf vorbereiten kann. Heißt also, Ende April haben wir die Auslosung im System. Zum Thema Auslosung eigentlich nur noch ganz kurz der kleine Hinweis, weil es da wohl zu Fragen intern kam, also intern bei euch in den Vereinen. Wir haben im Endeffekt eine diagonale Grenze durch Niedersachsen gezogen, wo wir sagen, es gibt eine Hälfte oben und eine Hälfte unten, beziehungsweise genau da tauschen wir immer. Ihr kennt unsere ehemaligen Bezirke noch. Das war einmal Weser-Ems, das war Lüneburg-Stade, das war Hannover und das war Braunschweig. Und daran orientieren wir uns eigentlich immer noch so ein bisschen und sagen, die eine Hälfte besteht immer aus Mannschaften,
egal wo sie denn herkommen, und wenn wir genug natürlich auch davon haben, aus Weser-Ems und Lüneburg-Stade, und die andere Hälfte besteht aus Hannover und aus Braunschweig. Und wir wissen ja, dass die Mannschaften, die oben, also im oberen Tableau steht, immer Heimspiel hat und die untere Mannschaft immer das Auswärtsspiel hat. So dass wir gesagt haben, auch da müssen wir immer tauschen. Also mal ist die Kombo Hannover, Braunschweig in der oberen Hälfte, mal die Kombo Lüneburg Stade und Weser Ems. Das tauschen wir immer von Konkurrenz zu Konkurrenz. Innerhalb dieser Hälfte tauschen wir natürlich auch, mal ist Braunschweig die erstgenannte, dann Hannover oder umgekehrt Braunschweig und Hannover. Das gleiche für Weser Ems und für Lüneburg Stade. Innerhalb des einzelnen Bezirkes haben wir reale Regionen noch. Und diese Region tauschen wir auch immer, welche Region als erstes, als zweites und als drittes ausgewählt wird mit den entsprechenden Mannschaften, die gemeldet wurden. Und somit versuchen wir eigentlich immer, mal hat die Region X einen Vorteil, dann in der nächsten Konkurrenz ist es eine andere Region und so weiter und so fort. Bei 12 Konkurrenzen, die wir spielen, sollte sich das in Summe natürlich ausgleichen. Wenn ich aber natürlich nicht 12 Mannschaften gemeldet habe, dann fällt mir das möglicherweise gar nicht so auf. Und ich, wenn ich nur eine Mannschaft habe, fühle ich mich, wenn ich ganz unten stehe, logischerweise benachteiligt gegenüber der Mannschaft, die an Position 1 ausgelost wurde. Nur so zum Verständnis, damit ihr unsere Denke der Auslosung einmal verstanden habt. Ja, ansonsten beginnen wir am 1. Mai. Dann mit, nachdem die Auslosung ja veröffentlicht ist, fangen wir mit der Lizenzierungsphase an. Sie ist ein bisschen anders als im Punktspielbetrieb. Lizenzierungsphase heißt, nur Spieler, die neu in euren Verein gekommen sind oder die ihr jetzt neu für diesen Vereinspokal aktivieren wollt und die noch keine Spiellizenz besitzen, und ganz wichtig, die noch keine Spiellizenz besitzen, die können jetzt im Endeffekt mit einer Spiellizenz beantragt werden, so wie im Punktspielbetrieb auch. Lizenzierungswesen geht auf. Ihr macht dann im Endeffekt die Spiellizenz für den Spieler, die LK für den Spieler, und dann ist der Spieler auch spielberechtigt. Spiellizenzwechsel sind in der Phase nicht möglich, weil die grundsätzlich in diesem Lizenzierungsmodul klar formuliert sind, die Fristen, und die endet nun mal am 15. März. Ja, das Gleiche gilt im Übrigen auch für die SG-Spieler. Und da ist nochmal ganz wichtig, dass ich euch sage, dass ein SG-Spieler, der im Punktspielbetrieb beantragt wurde und genehmigt wurde von einem anderen Verein, also SG gleich Spielgemeinschaftsspieler, dass dieser Spieler nicht spielberechtigt ist für den Vereinspokal. Ihr müsst für den Vereinspokal separat eine Spielgemeinschaft beantragen. Also der Spieler, der im Punktspielbetrieb bereits auf der namentlichen Mannschaftsmeldung in eurem Verein steht, muss auch beantragt werden für den Vereinspokal, sofern er da mitspielen soll. Weil die Spielgemeinschaft ist auf eine Konkurrenz fixiert. Und natürlich hat die Vereinspokalkonkurrenz nichts zu tun mit einer Punktspielbetriebskonkurrenz. Also tut mir einen Gefallen, einfach nochmal im Bereich Vereinspokal dort die Spielgemeinschaft beantragen, und dann ist er auch spielberechtigt. Gut, und dann, wenn wir diese, am 22. Mai endet diese Lizenzierungsphase, dann starten wir im Prinzip mit dem Vereinspokal am 14. bis 16. Juni. Das sind dann wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ihr wisst ja aus den letzten 2 Jahren, Spieltage sind immer die offiziellen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Eine Woche lang habt ihr Zeit, dieses Spiel zu spielen. Wir geben euch diese 3 Spieltage vor. Ihr könnt natürlich auch davor spielen. Ihr könnt maximal bis zu dem Donnerstag spielen, weil dann auch schon logischerweise sich ja aufgrund der Sieg und Niederlage sich die nächste Runde generiert. Der zweite Spieltag wird sein der 21. bis 23.6. Warum gleich 2 Spieltage so schnell hintereinander? Das ist relativ einfach. Am Anfang, je größer die Konkurrenz, desto sicherer ist, dass meine Aussage korrekt ist, haben wir im Prinzip haben wir kurze Fahrwege, und wir haben natürlich nicht immer ausgefüllte oder volle Felder. Bedeutet, dass in der ersten Runde einige Mannschaften Rast haben. Damit man sich aber für die Nebenrunde qualifizieren kann, muss ich ja mein erstes Spiel verlieren. Dazu muss ich ein erstes Spiel gehabt haben. Und wenn ich in der ersten Runde Rast habe, dann kann ich, also frei los,
dann habe ich keine Möglichkeit, ja theoretisch zu verlieren. Weil gegen Rast gewinnt man immer. Somit ist das nächste Match in der zweiten Runde mein erstes Match. Und sollte ich das verlieren, dann habe ich die Qualifikation für die Nebenrunde geschafft. Ist sicherlich nicht der Wunsch eines jeden. Völlig zu Recht. Wir wollen ja eigentlich den Vereinspokal gewinnen und nicht die Nebenrunde. Aber damit ihr wisst, wie komme ich überhaupt in diese Nebenrunde? Ganz einfach. Das erste Match in der Konkurrenz Hauptfeld verlieren. Und zwar nur, es zählen nur erste und zweite Runde. Gut, und wenn wir dann den 23.06. erreicht haben, dann haben wir theoretisch alle Qualifikanten für die Nebenrunde auch. Das heißt auch, dass wir Ende Juni erst die Auslosung für die Nebenrunde machen. Im letzten Jahr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sind teilweise die Verlierer des ersten Matches an dem ersten Dienstag vom Platz runtergegangen und haben schon eine Mail an uns geschickt und gefragt, so, wann spielen wir Nebenrunde und gegen wen? Manchmal sind wir schnell, aber so schnell dann aber auch nicht. Wir brauchen natürlich logischerweise alle Mannschaften, um überhaupt eine Nebenrunde auslosen zu können. Und also geduldet euch bitte bis Ende Juni, dann haben wir erstens die Nebenrunde ausgelost und zweitens sie auch terminiert. So, ganz neu. Das ist so die Idee und wir hoffen, dass das, was uns in den letzten zwei Jahren so ein bisschen, ich sage mal, den Spielbetrieb durcheinander gewirbelt hat, dass das in diesem Jahr vielleicht tatsächlich nicht der Fall ist. Und dann wollen wir am Samstag, den 17. September, eine zentrale Finalveranstaltung spielen. Das heißt tatsächlich, dass wir versuchen wollen, alle Finalspiele auf einer Anlage in einem mehr oder weniger zentralen Ort, ich weiß, zentral heißt für jeden was anderes, Ort in Niedersachsen, Bremen zu spielen. Dazu werden wir sicherlich noch mit 1, 2, 3 Vereinen sprechen müssen, die uns eine solche Anlage zur Verfügung stellen können, damit wir vielleicht eine zentrale Siegerehrung haben, die Freude auf dem Platz noch sehen können und mal live mitverfolgen können, was dieser Vereinspokal eigentlich ausgelöst hat und nicht nur ein Foto, nicht eine Siegerehrung, ich sage mal 4 Wochen oder 6 Wochen später, wo im Prinzip nur die Hälfte wäre noch übertrieben oder wäre übertrieben. So viele waren nicht da, aber einfach so ein bisschen diese Atmosphäre dieses Vereinspokals spüren, mitnehmen und genießen. Das ist eigentlich unser Ziel. Ja, also merken, 17.09., ein Samstag, zentrale Veranstaltung, ist unser Plan. Ansonsten hat sich hochwertige Preise wird es natürlich wieder geben. Es wird natürlich auch den Pokal für den Sieger des Vereinspokals geben. Es wird, das kann ich noch ganz kurz zeigen. Wir haben auch natürlich alle Informationen auf der Homepage immer. Wenn ich also nochmal meine Seite freigebe und ich gehe einmal kurz auf unsere Homepage, die kennt ihr ja, alle Informationen findet ihr hier immer sehr übersichtlich vor. Und dann gehe ich auf Sport, gehe ich auf Punktspielbetrieb, gehe ich auf Vereinspokal und dann seht ihr, sind alle wichtigen Informationen einschließlich der Neuerungen und so weiter und so fort hier drinstehend. Das Video wird hier natürlich auch reinkommen, ist gar keine Frage. Und dann könnt ihr euch entsprechend informieren. Ansonsten ganz wichtig noch, am 3. Mai um 18.30 Uhr werden wir nochmal eine Zoom-Veranstaltung machen, so wie den Punktspielbetrieb im Vorfeld genauso, wie wir sie gemacht haben, einfach um euch Fragen zu beantworten. Wir werden euch nochmal ganz kurz erklären, wie läuft der Vereinspokal. Das ist ja genau in der Phase, wo dann auch die Lizenzierung beginnt. Wie mache ich das nochmal mit der Spielgemeinschaft? Was heißt eigentlich keine namentliche Mannschaftsmeldung? Alles so Fragen, die euch dann vielleicht unter den Nägeln brennt oder wo ihr vielleicht auch noch eine Hilfestellung braucht. Die versuchen wir euch in diesem Zoom oder in dieser Veranstaltung Vereinspokal 22 3.0 entsprechend nochmal näher zu bringen und zu beantworten. Wäre schön, wenn ihr an dieser Infoveranstaltung einfach teilnehmt, um euch einfach ein gutes, sicheres Gefühl zu geben oder um euch einfach nur das bestätigen zu lassen, was ihr sowieso gewusst habt. Ist ja gehupft wie gesprungen. Wichtig ist nur, dass ihr am Ende des Tages Spaß habt, dass der Vereinspokal 3.0 eine erfolgreiche Durchführung wird, dass wir alle zusammen Spaß haben werden. Und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf eure Meldungen. Vielleicht sehen wir uns schon am 3. Mai.
Ansonsten vielleicht spätestens am 17.09. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ja, und uns wohlgesonnen natürlich. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.